Happy Birthday! Fantasy wird ein Jahr alt und ich darf mitfeiern und ihr dürft auch mitfeiern. Wer sich nicht mehr an mein letztes Video zu Fantasy erinnert oder wer neu dabei ist, dem verlinke ich hier nochmal das Video, in dem ich ganz genau erkläre, was Fantasy ist. Ganz, ganz kurz. Fantasy ist eine Streaming-Plattform mit kurzen erotischen Hörgeschichten für die Begleitung der weiblichen Masturbation. Und Fantasy verhilft einfach zu mehr Spaß am eigenen Kopfkino und mehr Spaß an den eigenen persönlichen Fantasien. Und ist wunderschön, um einfach auch mal ausprobieren zu können, was man vielleicht mag, was man vielleicht Neues gerne mal ausprobieren möchte. Und auf Fantasy gibt es jetzt mittlerweile mehr als 650 Aufnahmen. Und entweder kann man entdecken, also einfach auch den Button entdecken verwenden und da halt gucken, was einem gefällt oder wenn man so Lust auf was Neues hat. Oder man nimmt einfach die Filter und findet dann genau das, was einem gefällt. Und mittlerweile gibt es auch Playlisten zu bestimmten Themen, also richtig, richtig cool. Und zum ersten Geburtstag schenkt euch und uns Fantasy etwas. Und zwar dürft ihr ein Wochenende lang Fantasy gratis benutzen, gratis austesten. Also wirklich alles, ohne Begrenzung. Ihr müsst es dann nachher auch nicht kündigen. Also das läuft automatisch aus. Und wie das Ganze funktioniert, welchen Link ihr nutzen müsst, das schreibe ich euch nochmal ganz genau unten in die Infobox. Das Ganze startet am 26.07. um 18 Uhr und endet dann am Sonntag, am 28.07. um 23.59 Uhr. Und Fantasy möchte damit Danke sagen für ein Jahr Fantasy. Und ich arbeite jetzt schon sehr, sehr lange mit dem Team von Fantasy zusammen. Und die sind so, so süß, so, so, so nett, so dankbar für das, was man als Influencer tut. Und ich habe mit Fantasy auch selber sehr schöne Erfahrungen gemacht. Also ihr wisst, ich bin kein Freund von Hörbüchern. Das sind auch absolut keine Hörbücher. Also das längste ist, glaube ich, so 40 Minuten. Ich nutze es tatsächlich, klar, zur Selbstbefriedigung, aber auch super gerne, einfach mal auf der Couch zu liegen und sich so eine 20-Minuten-Geschichte anzuhören, abzuschalten, dabei zu entspannen. Echt richtig toll. Zur Vorbereitung auf Dates, auf bestimmte Treffen, um einfach mal zu gucken, mal reinzuhören, interessiert mich das? Möchte ich das ausprobieren? Wäre das vielleicht was für mich? Super, 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 super schön. Auf Fantasy, das ist aber keine Pornoseite. Also ihr findet da keine unästhetischen Bilder, keine Werbung, keine Kontaktanzeigen. Das ist alles nicht. Es ist wunderbar ästhetisch. Es ist für Frauen gemacht. Also es spricht optisch halt auch einfach absolut zu 100% Frauen an. Und ich möchte euch die Fantasy-Seite jetzt gerne nochmal ein bisschen zeigen. Und wir werden uns auch etwas anhören. Also werden da auch jetzt mal kurz zusammen reinhören. Und dabei wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß. Und so sieht die Fantasy-Seite aus. Also hier könnt ihr, wie gesagt, Stimmen entdecken, wenn ihr das wollt. Man kann dann auch Favoriten festlegen. Hier kann man zum Beispiel mal nach Stimmen gehen. Kann euch ja noch mal ein bisschen weiter zeigen. Ich finde halt die Farbgebung immer so, 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 so schön. Hier sind verschiedene Fantasien. Lecken, Fingern, Oralverkehr, öffentlich, Paare von hinten, fremd, verbotene Reize. Gibt ganz, ganz viele Bi, Dreier, Toys, Homo, Dominanzspiele, BDSM, Gruppen, was mit Ärzten, Seitensprünge, also ganz viele verschiedene Sachen, da kann man dann mal reingehen. Hier habt ihr halt diese verschiedenen Playlisten, was ich schon erzählt hatte, im Büro zum Beispiel ist jetzt hier mal eine Playlist oder was gibt es denn noch so? Urlaubsbeginn, detailverliebt lecken, öffentlich mit dem Partner. Genau, dann habt ihr hier unten halt die Auflistung von der Playlist und hier hinten steht dann immer übrigens, wer das Ganze spricht, weil man entwickelt dann schon, so kann ich euch verraten, Favoriten, was so die Stimme angeht oder wen man zum Beispiel gar nicht hören kann. Und hier auf dem Herzchen könnt ihr euch das dann in eure Favoriten packen. So, dann hat man hier jetzt nochmal so neu auf Fantasy, also neue Stimmen zum Beispiel oder auch neue Aufnahmen, wie, wenn man wie ich schon ein bisschen länger dabei ist und mal wieder was Neues hören möchte.
Und hier werden nochmal angezeigt die Werte von Fantasy. Also einvernehmlich, nur was ich will. Body positive, darüber habe ich schon mal was erzählt. Vielfältig, gleichgestellt. Es gibt auch noch die Kategorie beliebt auf Fantasy. Vielleicht wollt ihr damit anfangen. Und ich liebe zum Beispiel Raphael. Wir können uns dann gleich mal was von Raphael anhören, sehr gerne. Oder auch hier unten, lass dich inspirieren und dann so verschiedene Sachen, so Empfehlungen oder Aufnahmen, die halt sehr gut bewertet wurden. Kannst halt deine eigenen Lieblingsstimmen so festlegen und so, also richtig, richtig toll. Probiert es das Wochenende wirklich unbedingt mal aus. Und wir gehen jetzt mal zu Raphael und dann hören wir uns doch noch was Schönes an. Also wenn ihr Fantasy schon immer mal ausprobieren wolltet, dann nutzt wirklich das Wochenende, wo ihr wirklich alles gratis mal ausprobieren könnt, ob das was für euch ist, um halt mal so reinzuhören, um was Neues zu wagen. Ich sage ja immer, raus aus der Komfortzone. Wir wissen nicht, ob wir etwas mögen oder nicht, wenn wir es nicht ausprobiert haben. Und schreibt mir dann sehr, sehr gerne von euren Erfahrungen. Schreibt mir hier unter das Video in die Kommentare. Schreibt mir private Nachrichten. Schreibt auch Fantasy. Also die finden das übrigens immer sehr, sehr toll, wenn meine Follower dort auch so schön kommentieren und aktiv sind. Das ist immer wunderschön. Vielleicht bist du auch schon richtig Mitglied bei Fantasy. Dann schreibt es auch gerne mal unten in die Kommentare und erzähl so, wie es dir gefällt. Also ich finde es super, super toll. Ich liebe die Zusammenarbeit mit Fantasy. Und ich wünsche euch von Herzen Happy First Birthday.